Herzlich willkommen zu Mantei halb acht aus dem Denkzentrum für Vernunft und Menschlichkeit, den Werten der Mitte der Gesellschaft. In Teil 1 dieser Ausgabe geht es darum, warum Sie zu französischen Zuständen in Ihrer Stadt demnächst nicht aus dem Internet, sondern von Ihrem Nachbarn erfahren. Und in Teil 2 erklärt uns Politik- und Wirtschaftsexperte Dr. Eike Hamer von Valtier, was es bedeutet, wenn Amerikas Präsidentschaftskandidat Kennedy sagt, die NATO kann weg. Mal ehrlich, haben Sie das auch so satt? Diese Mails von abc@xyz? Bestätigen Sie bitte unbedingt Ihre Bankdaten, es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Häufig sind diese Mails dilettantisch gestaltet, manchmal jedoch täuschend echt. Nur fällt auf, dass man bei dieser Bank gar kein Konto hat. Da kommt der Gedanke nach mehr Sicherheit gerade recht. Mehr Sicherheit ist immer gut. Auch wenn das bedeutet, mehr Regularien, Strafen für Verstöße und weniger Rechte. Mehr Sicherheit oder auch eine gern genutzte Mohrrübe vor des Esels Nase, mehr Gerechtigkeit. Obwohl die Ungerechtigkeiten genau eben von dem Gerechtigkeitsversprecher kommen, der das Stöckchen mit dem Strick hält, an dem Eselchens Möhre baumelt. Das Spiel funktioniert immer. Es braucht auch gar keine aktive Zustimmung der Bevölkerung. Es gibt genug kanzleramtsgebriefte Journalisten mit hochwertigen Staatspreisen, die der Bevölkerung schon herbeischreiben, wovor sie Angst haben muss. Und jetzt das. Digital Services Act. Das Gesetz über digitale Dienstleistungen. Ist auch für Sie. Sie benutzen doch das Internet, oder? Wofür eigentlich? Ach, das geht mich nichts an. Sie haben wohl was zu verbergen. Damit Sie gar nicht erst entscheiden müssen, ob Sie was zu verbergen haben, ist Ihnen diese Entscheidung längst abgenommen. Das Überwachungsprogramm namens Treasure Map der NSA. Jeder sollte von dieser amerikanischen Sicherheitsbehörde schon mal gehört haben, konnte laut dem Spiegel in nahezu Echtzeit sogar einzelne Endgeräte wie Rechner und Smartphones sichtbar machen. Und das war 2014, als das rauskam, dank Edward Snowden, schon Standard. Das ist jetzt fast 10 Jahre her. Im November 2020 hieß es, ebenfalls im Spiegel, das Betriebssystem macOS Big Sur fragt bei Apple nach, welches Programm ein Nutzer starten darf und welches nicht. Also Sie haben nichts zu verbergen. Verstanden? Und jetzt kommt der Digital Services Act, das Gesetz über digitale Dienstleistungen. Seit November 2022 gibt es dieses EU-Gesetz auf der entsprechenden Webseite der höchsten europäischen Werteebene, also dort, wo besser nicht mehr gewählt wird, der Europäischen Kommission, liest sich das Verkaufsgespräch dazu wie folgt. Besserer Schutz der VerbraucherInnen und ihrer Grundrechte im Internet. Mehr Sicherheit. Sie erinnern sich? Weiter. Schaffung eines leistungsfähigen bzw. klaren Transparenz- und Rechenschaftsrahmens für Online-Plattformen. Transparenz als Argument der EU. Dass es Biolabore mit US-Anbindung in der Ukraine gibt, dürfen wir nur deshalb als Wahrheit behaupten, weil sich Victoria Nuland, Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten im US-Außenministerium unter Joe Biden, im US-Senat offiziell verplappert hat. Bis dahin war es, richtig, eine Verschwörungstheorie oder wahlweise gern Missinformation. Und die Pfizer-Kommunikation auf von der Leyen's Telefon?
Transparenz gilt nur für Ihre Hosentasche und für Ihren Sparstrumpf unter Ihrem Kopfkissen. Mit diesem Gesetz wächst also allenfalls das Transparenzverlangen der Verwaltung. Und was steht da noch? Förderung von Innovation, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt. Mehr Wachstum! Da ist sie! Ihre Karotte! Wie sieht denn unsere Wirtschaft aktuell aus? Trotz aller Schönrechnereien befindet sich Deutschland in Rezession. Mit Ansage. Worum geht es denn nun wirklich? Auf 40 der 100 Seiten des Gesetzblattes finden Sie den offenbar wichtigsten Begriff des Gesetzes. Rechtswidrige Inhalte. Hassrede, also wenn Sie in Zukunft im Internet Dinge sagen, die möglicherweise wahr, aber für die Klimawandelagenda schädlich sein könnten, muss die sehr wahrscheinlich von den Betreibern von Internetportalen entfernt werden. Sonst gibt es Probleme. Teure Probleme. Dis- oder Missinformation wird damit unterbunden. Sollten Sie also mal wieder behaupten, der Genpeaks verhindert gar keine Übertragung, würde dies als Falschinformation so lange gelöscht, bis der Nichtmediziner und WHO-Chef mit Menschenrechtsvorgeschichte Tedros und sein Vorgesetzter, weil Finanzgeber und ebenfalls Nichtmediziner Bill Gates es anders wollen. Und ihre Mitmenschen lesen eben nur noch das, was in der EU offiziell erlaubt ist. Der Sicherheit wegen. Das glauben Sie nicht? Das Schlagwort lautet Krisenmechanismus. Dieser soll in Fällen wie Krieg, Pandemie oder Terror die Auswirkungen von Manipulation im Netz begrenzen, schreibt das CDF. Der Standard.de erklärt, was das bedeutet. EU-Digitalkommissar will Social Media bei sozialen Unruhen sperren. Der EU-Digitalkommissar Thierry Breton ist nicht gerade für seine Zurückhaltung bekannt und stellte Plattformen wie Twitter oder TikTok auch schon mal ein europaweites Verbot in Aussicht, falls sie die Regeln des Digital Services Act nicht umsetzen sollten. Wenn Sie also 20 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt wohnen, erfahren Sie von französischen Zuständen nicht mehr aus dem Internet, sondern von den Rauchschwaden am Horizont. Mit diesem Bild wird klar, worum es geht. Bei Unruhen in Deutschland erhalten Sie Ihre Informationen im digitalen 4-, 5- oder sogar schon 6G-Zeitalter durch Rauchzeichen. Wer von den Sperrungen betroffen sein wird, ist klar. Zwar redet man von TikTok, Google und Meta, die größten Probleme hat die Verwaltung aber mit Telegram. Bei der Tagesschau schreibt man am 26. Januar 2023 dazu, wir kommen an Telegram einfach nicht ran. Hebecker arbeitet bei der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime der Kölner Staatsanwaltschaft und ist zuständig für die Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Und auf Telegram findet sich davon jede Menge. Das Unangenehme für die EU ist, außerhalb ihres Zugriffsbereiches kann sie zwar drohen, aber ob sie Strafen oder sonstige Restriktionen dort durchsetzen kann, steht auf einem anderen, möglicherweise sehr kleinen Blatt. Heißt auch, findige Online-Unternehmer haben ihr Online-Unternehmen wo? Genau. Nicht in der EU. Ab dem 25. August sind die neuen digitalen Regeln für die ganz großen Plattformen scharf geschaltet. Ab Februar 2024 gilt das dann für alle Online-Anbieter, wohlgemerkt in der EU. Übrigens, falls Teile der Vereinigten Staaten von Europa hier zuschauen und ein wenig unglücklich über diese Auswertungen sind, wir schauen mal, was die Staatsmedien schreiben. Generell geht es oft darum, die Vernetzung von Menschen zu behindern,
ihren Zugang zu Informationen und so die politische Meinungsbildung zu unterdrücken. Anna Biselli, Netzexpertin. Inzwischen ist es auch en vogue, vorab Repressalien gegen einzelne Diensteanbieter in neue Mediengesetze zu schreiben, etwa in der Türkei. Da drohen dem Anbieter dann rechtliche Konsequenzen und Drosselung, wenn er sich dauerhaft weigert, den Anweisungen der Regierung nachzukommen. Das ist aus dem Artikel Was hilft beim Internet-Shutdown vom 30. Dezember 2021? Veröffentlicht bei ZDF heute. Dort ist der Artikel nicht mehr zu finden. Im Webarchiv schon. Verschwunden ist er beim ZDF vielleicht deswegen, weil in dem Artikel auch noch Folgendes steht. Wenn Nutzern der Zugang zu einer Webseite verwehrt wird, können sie das teilweise umgehen, indem sie den Tor-Browser oder ein sogenanntes VPN benutzen. Anna Biselli, Netzexpertin. Biselli, stark vereinfacht gesagt, sieht dann der Internetanbieter nicht mehr, welche Seite ein Nutzer aufrufen will und kann das auch nicht mehr blockieren. Es gibt auch lokale Lösungen, heißt es weiter, wenn in einem Land Proteste sind und die Regierung etwa WhatsApp blockiert, können Nutzer ihre Handys untereinander via Bluetooth verbinden und so in kleinem Rahmen trotzdem Nachrichten weiterschicken. Ganz ohne Internet. Ein kleiner Tipp aus der Generation, die noch im Wald gespielt hat und bei Schwangeren oder Alten in der Straßenbahn aufgestanden ist. Schaffen Sie Ihr persönliches analoges Netzwerk. Da bekommen Sie für Ihre Lebensthemen die besten Informationen. Und es ist nicht abschaltbar. Aufsehenerregende Aussagen vom Präsidentschaftskandidaten mit Erfolgsaussichten. Kennedy Junior hat gesprochen, vielleicht nicht vor ganz so offizieller Kamera, aber trotzdem hat es die Öffentlichkeit erreicht. Und das, was er gesagt hat, das ist besonders für Deutschland sehr, sehr aufmerksamkeitswürdig. Und genau darüber sprechen wir mit unserem Politik- und Wirtschaftsexperten Dr. Eike Hammer von Valtier. Herzlich willkommen. Hallo. Gesagt hat Kennedy unter anderem, dass die NATO quasi weg könne. Das ist eine Aussage, die passt in einen kleinen Satz, hat aber, sollte das wahr werden, ja eine Riesenwirkung. Was bedeutet das? Welchen Stellenwert hat denn dieses transatlantische Bündnis denn eigentlich im europäischen Raum oder insbesondere für Deutschland? Nun, dass die NATO überflüssig sei, haben mittlerweile mehrere Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten in diesem Fall schon von sich gegeben. Das war nicht etwa der letzte Präsident Donald Trump in den USA, sondern auch Macron und andere haben bereits die NATO für überflüssig erklärt, was in der aktuellen Situation aus mehreren Gründen herrührt. Nummer eins, die NATO ist seinerzeit mal gegründet worden als Bollwerk des freien Westens gegen den Bolschewismus. Und als der Bolschewismus nun offiziell seine Insolvenz oder seinen Konkurs erklärt hatte, 1989-90 fortfolgende, war im Grunde ein Bündnis gegen den sogenannten Warschauer Pakt nicht mehr erforderlich, denn den Warschauer Pakt gab es nicht mehr. Und da sah sich auch die NATO in der Zwickmühle, sich neu erfinden zu müssen und irgendwo einen neuen Buhmann aufbauen zu müssen, weswegen seine Existenz oder ihre Existenz überhaupt gerechtfertigt ist. Das Problem ist, dass solche Apparate sich immer einen sehr starken Selbsterhaltungstrieb entwickeln. Und wir haben hier einen Apparat mit Hunderttausenden von Mitarbeitern, mit Hunderttausenden von geheimen und weniger geheimen Agenten, die in dem gesamten NATO-Gebiet eine Politik unterstützen, die dafür sorgen sollen, dass alles nicht nur im Kriegsfall, sondern auch im Friedensfall im Sinne der NATO verläuft. Und so kamen die US-Präsidenten oder die US-Wirtschaft kam in den 1990er Jahren eben auf die Idee zu sagen,
Dann streichen wir das ganze Sicherheitsthema der NATO und formieren sie eigentlich zu einem Strukturvertrieb für amerikanisches Militärmaterial um. Das heißt, wir sind insofern als Hilfsvereinigung für den militärisch-industriellen Komplex in den USA unterwegs, dass amerikanisches Militärgerät in ganz Europa bzw. im ganzen NATO-Raum eingeführt werden soll. Und das bedeutet aber automatisch, dass Militäreinrichtungen oder Militärunternehmen aus Frankreich, Großbritannien und anderen ebenfalls entwickelten Ländern aus dem Markt herausgedrängt werden sollten, was die selbstverständlich oder natürlicherweise dann eben auch etwas mit etwas Vorsicht beziehungsweise was die eben nicht so toll fanden. Und im Folgenden hat sich allerdings die NATO dann immer mehr auch zu einer politischen Organisation gewandelt. Das heißt, sie hat nach eigenen Angaben eben nicht nur die militärische Sicherheit der Nationen im Auge gehabt, sondern wollte auch zu einem diktatorischen, außerstaatlichen politischen Beherrschungsinstrument werden und hat also die nationalen Staaten oder die einzelnen Mitgliedsländer immer mehr dazu bewegt, dass politische NATO-Veränderungen oder Befehle oder Regeln automatisch politisch umzusetzen seien und damit die NATO eigentlich die politische Oberinstitution, eine supranationale, undemokratische, fernab des demokratischen Kontrollprozess befindliche Organisation ist. Und das hat dann letztlich eben auch die Präsidenten wie Donald Trump und Macron und andere dazu bewogen zu sagen, die NATO, die brauchen wir nicht mehr, weil die NATO eigentlich jetzt eher negativ für uns wirkt, denn wir wollen selbst darüber entscheiden, was in unseren Ländern beziehungsweise in unseren supranationalen Organisationen wie zum Beispiel der EU los ist und was nicht. Denn wenn die EU von der NATO gesteuert wird und nicht so sehr von den Mitgliedsländern, dann kann ich mir die Organisation EU eigentlich sparen, dann kann ich gleich der NATO ein offizielles Hauptquartier geben, aus dem dann die wie damals zur Besatzungszeit Deutschlands eben die Befehle erteilt werden oder die Besatzungsbefehle ausgegeben werden und alle anderen haben sowieso nichts dazu zu sprechen. Und damit war die NATO eigentlich überholt. Sie ist aber sehr teuer geworden und das ist jetzt der nächste Punkt, der massiv von den Ländern kritisiert wird, insbesondere aber auch von Kennedy, denn die NATO sucht immer nach neuen Streitigkeiten, in die Mitgliedsländer verwickelt werden, um ein immer größeres Militärbudget zu rechtfertigen. Und Donald Trump hatte mal die Zahl von 2% des Bruttosozialprodukts in den Raum geworfen, die Mitgliedsländer an Tribute an die amerikanische Wirtschaft in Waffenindustrie abzuliefern haben über die NATO. Und das heißt, das ist diese sogenannte 2%-Regel, NATO-Militäraufwand der Mitgliedsländer innerhalb der NATO. Und das ist zu teuer geworden, denn die NATO bricht jetzt, sie hat ihre Insolvenz jetzt offenbart in der Ukraine. Sie ist also militärisch nicht in der Lage, Schutz zu bieten. Sie ist nicht einmal in der Lage, von einer sicheren Zuschauertribüne mit allem, was sie hat, einen Vasallenstaat wie der Ukraine dazu zu kriegen, auch nur ansatzweise einen Gegner, den sie sich nun ausgesucht haben, in diesem Fall Russland, zu schädigen. Im Gegenteil, Russland hat heute eine Militärmaschine, die ist effizienter, stärker, besser ausgerüstet, technologischer weiter als alles, was die NATO zu bieten hat. Und sie ist sogar stärker als zu dem Zeitpunkt, wo die NATO 2012 mit diesen Kriegsvorbereitungen begonnen hat. Und das ist eigentlich eine Riesenkatastrophe für die ganze NATO. Nicht nur das, sondern der sogenannte Westen, also Mitgliedstaaten der NATO, haben weltweit, insbesondere in China, aber auch in Südamerika und den anderen sogenannten BRIC-Staaten, ihre Akzeptanz eingebüßt. Denn es ist so offensichtlich geworden, dass diese Organisation mit allen Tricks und allen noch so abwegigen Argumenten Gegner, Kriegsopfer aussucht und aufbaut, ihre eigene Position überhaupt zu begründen. Also durch Ausplünderung der eigenen Bürger, nämlich diese 2%, die denen entnommen werden sollen. Und da sagt zu Recht auch der Präsidentschaftskandidat in den USA, das brauchen wir nicht mehr.
Wir müssen jetzt uns darauf konzentrieren, die USA selbst wieder aufzubauen aus den Trümmern, die das Biden-Regime dort angerichtet hat. Wir müssen aber auch in Europa wieder zuschauen, dass wir diese Trümmer wieder aufbauen, dass wir hier eine Reindustrialisierung von der massiven Sabotagepolitik der Ampelkoalition wieder hinbekommen. Und da haben wir eigentlich keinen Platz mehr dafür, irgendwelche Kriegsspiele in der Welt anzuzetteln, wo ohnehin die nächste Auseinandersetzung in Asien stattfinden wird, wo die NATO ohnehin nichts zu sagen hat. Ja, das ist ein heikles Thema, denn gerade sind ja frische Nachrichten aufgetaucht, dass jetzt auch die Bundeswehr im asiatischen Raum an den ersten Maßnahmen teilnehmen soll. Das würde in diese Richtung reinpassen. Die Gefahr eines institutionellen Niedergangs beinhaltet dann auch immer die Aufarbeitung. Schutzmechanismen fallen. Wir hatten ja auch in einer Manta halb acht Sendung zum Beispiel mal beleuchtet, wer alles in Washington schon gedient hat, bevor er bei der ARD einen Führungsposten bekommen hat, zum Thema freie und unabhängige Berichterstattung in den deutschen, vor allen Dingen öffentlich-rechtlichen Medien. Und so wird eben auch klar, zum Beispiel durch eine Studie aus den USA von der Brown-Universität, dass seit 9/11 4,5 Millionen Menschen alleine aufgrund des Kriegs gegen den Terror einfach mal diesen Maßnahmen weltweit zum Opfer gefallen sind. Das sind Zahlen, die eine Organisation, die sich ja mit Friedensmissionen und mit dem Kampf für das Gute schmücken möchte, nicht besonders gut stehen. Insbesondere, weil es in der Masse ja um zivile Opfer geht. Die Anzahl der Menschen, die in Uniform gestorben sind, gerade auch im Auftrage der NATO oder beziehungsweise dann der amerikanischen Kräfte, ist ja dann auch immer noch mal ein anderes Blatt. All diese Dinge kommen jetzt mehr an die Öffentlichkeit. Solche Vorgänge wie der Angriff auf Jugoslawien, Stichwort Völkerrecht, was ja immer jetzt gerne gegen Russland zu Rate gezogen wird als Argument. Das alles ist zwar längst bekannt, aber führt in solchen Diskussionsphasen, wenn es darum geht, brauchen wir die NATO noch, wieder einmal für verstärkte Aufmerksamkeit. Wo führt das Ganze noch hin? Ist dieses ganze Konstrukt überhaupt in seinem langjährigen Wirken überhaupt noch legitim in Bezug darauf, was alles so bis hierhin so auf der ganzen Welt passiert ist? Deutschland sieht sich nicht mehr von Feinden umzingelt, auch wenn das vielleicht der ein oder andere anders sehen könnte. Aber ernstzunehmende Feinde ist außer vielleicht Luxemburg und Belgien eigentlich keiner für Deutschland. Also Witz, das ist ja Spaß beiseite. Nein, wir sind von Freunden umgeben. Wir sind sogar mit Freunden in einer partnerschaftlichen Union, der sogenannten Europäischen Union. Und insofern. Ich muss da aber mal zwischenfragen, das sind die Freunde, die dafür sorgen, Zitat sinngemäß, verheugen, dass Deutschland eingehegt werden müsse. Denn diese Freunde sind ja dafür da, dass Deutschland eine gewisse Rolle einnimmt und zwar vorgesehenermaßen so, wie es den Freunden passt und nicht unbedingt den Interessen des eigenen Landes Deutschland. Nun, das ist mittlerweile ja völlig auch öffentlich geworden, dass der Grund der NATO darin bestand, Deutschland klein zu halten, Russland außen vor zu halten und den Amerikanern alle Türen offen zu halten, beziehungsweise to keep Americans in, Germans down and Russians out. Und diese Politik ist heute überflüssig, weil man chirurgisch deutlich besser und intensiver Deutschland über die EU klein halten kann. Das ist vollkommen richtig. Deutschland wird in der EU zu 3/4 ausgeplündert. Das heißt, 3/4 etwa netto der ganzen Dinge, die in der EU passieren, wird aus Deutschland bezahlt. Deutschland ist jetzt aber weitgehend am Ende. Und damit geht eine neue Ära los, nämlich, dass das seit 30, 40 Jahren eingepflegte Konzept der Franzosen, Spanier, Italiener, Griechen, Portugiesen und anderer Nettonehmer in Europa darauf bestand, aus deutschen Plünderungserfolgen die eigene Wirtschaft irgendwo am Leben zu halten. Wenn aber die deutsche Wirtschaft jetzt durch die Ampelsabotage kaputt sabotiert worden ist, dann fehlt es in Zukunft eben auch an den Plünderungsmöglichkeiten in Deutschland. Und damit bricht auch für die übrigen Europäer das gesamte Konzept der EU zusammen. Denn eine Plünderungsunion gegen Deutschland macht keinen Sinn mehr, wenn das Plünderungsopfer nicht mehr plünderungsfähig ist. Und das ist genau das, was wir jetzt erleben. Damit braucht man auch die NATO nicht mehr.
Und die Verteilungskämpfe über das immer weniger werdende in Deutschland, immer die weniger werdende Beute in Deutschland, die werden intensiver und da braucht man schlicht und einfach die NATO nicht mehr. Der andere Punkt ist aber auch, die NATO hat ja vor allen Dingen auch dadurch geglänzt, dass sie sachliche Vorgaben im Militär gemacht hat, die nur amerikanische Hersteller erfüllen konnten. Die wurden komischerweise, waren dann die Anforderungen, die bestimmte Waffensysteme und so etwas erfüllen mussten, nur durch amerikanische Hersteller oder diejenigen, die eben in diesem Konzert noch ein paar Krümelchen mit aufsammeln durften, waren die nur erfüllbar. Und das ist jetzt eben vorbei, denn diese Politik hat dazu geführt, dass wir technologisch den Anschluss an Russland und andere Regionen der Welt verpasst haben. Wir sind in der 5G-Technologie hinter China hinterher. China hat sogar die 6G-Technologie bereits. Das sind eigentlich alles Dinge, die aus dem Militär sonst hätten entwickelt werden können oder aus diesen Militärhaushalten versteckt werden können, die aber alles nicht erfolgt ist. Eine Vermachtung von Marktstrukturen führt immer dazu, zu einer Faulheit. Und eine Faulheit führt dazu, dass man den technologischen Anschluss verpasst. Und genau da stehen wir jetzt. Und die NATO ist auch einer der Gründe dafür, dass das so weit gekommen ist. Nicht nur das. Wir haben heute, und das hatte Henry Kissinger vor über 10 Jahren bereits gesagt, dass man die Grundprinzipien der NATO, nämlich Deutschland klein zu halten, Russland außen vor zu halten, nochmal überdenken müsse. Und seitdem ist eigentlich nichts passiert, außer dass man sich gegenseitig geschworen hat, weiter so, wir machen noch mehr und wir kassieren die Bürger noch intensiver ab, versuchen auch vielleicht den einen oder anderen Dummen noch zu finden, der diesem untergehenden Bündnis beitritt. Das hat man mit Finnland und Schweden jetzt offensichtlich geschafft. Finnland hat selbstverständlich dafür auch 60 Milliarden plus aus Deutschland bekommen, indem sie die Verluste für die insolvente Tochter in Deutschland, also die Nukleartochter in Deutschland übernommen, Gashandelstochter in Deutschland übernommen bekommen haben. Schweden wird auch seinen Deal bekommen haben. Man munkelt da über einen deutlich geringeren Betrag von etwa 11 Milliarden, der fließen soll. Insofern sind diese Länder auf deutsche Kosten da noch einmal mit rein und sind auch dann bereit, 2% ihres Bruttosozialproduktes für amerikanische Waffenindustrie aufzugeben. Aber das ist eigentlich die Endphase dessen. Und die Endphase wird man ganz deutlich sehen, wenn möglicherweise gegen Ende des Jahres die Ukraine nicht mehr existiert und die NATO mit allem, was sie hat, nicht in der Lage war, einen Krieg überhaupt noch in weltweit zu gewinnen. Die Saudis und andere arabische Staaten zeigen bereits, dass die Zeit der Mafia-Methode der NATO vorbei ist. Das heißt, dass das Drohpotenzial der NATO nicht mehr ausreicht, um die Länder der Welt in die Knie und zur Ausplünderung sich freigeben zu lassen. Das heißt, das Drohpotenzial ist nicht mehr da. Es gibt mittlerweile anderen Schutz und dieser Schutz heißt China und Russland. Und ich glaube nicht, dass die westlichen Länder, die Mitgliedsländer der NATO bereit sind, gegen China einen Krieg anzufangen, denn dieser Krieg würde definitiv nuklear enden. Und das ist bekanntlichermaßen, wird dieser Globus nicht aushalten. Wir sind deswegen also vor einer ganz, ganz entscheidenden Phase jetzt, einer militärisch ganz entscheidenden Phase, die nur friedlich gelöst werden kann im Sinne der Menschheit. Und da ist die NATO eine Partei, die sich da sehr zurücknehmen muss, um mit ihren Interessen des Mehrkrieg in diesem Fall sich etwas jetzt zurückzugehen und da eben jetzt mal auf Frieden zu machen. Wir brauchen Frieden und nicht Krieg und da ist die NATO eigentlich überflüssig dann. Mit Blick auf die vergangenen Ereignisse in Frankreich, Stichwort Unruhen, hat sich so mancher gefragt, das taucht jetzt wieder in den Nachrichten auf, dass dort die Waffen auftauchen, die sich eigentlich an der ukrainischen Front befinden sollten, und zwar in Dimensionen, wie sie vor, vielen Monaten, wenn nicht schon Jahren, von CNN mal flüchtig berichtet wurden, bevor diese Dokumentation wieder eingestampft wurde. Stichwort also Waffenhandel, Schwarzmarkt und das darf man eben nicht vergessen, wenn also bestimmte Institutionen die Kontrolle über ganze Kontinente hat
oder haben, dass natürlich diesem Auge nichts verborgen bleibt und man eventuell sogar irgendwie die Finger mit im Spiel hat. Die Gefahr also, dass wenn sich die Politik in Mitteleuropa nicht so entwickelt, wie es niedergehende Institutionen gerne haben würden, dass man diese Regionen mit Waffen flutet und dann bestimmte Probleme einfach projiziert oder stark macht, um dann erstmal zu schauen, wie viel Säbelrasseln bis hin zu, naja, sagen wir Knallgewitter und Nebelschwaden entstehen. Und wer weiß, wer alles noch steht, wenn sich diese Schwaden dann irgendwann widerlegen. Was machen wir also unter diesem Szenario, dass möglicherweise man in Europa mit den Mitteln, die angeblich für die Ukraine, eine der größten Geldwäscheinstitutionen der Welt, zur Verfügung stehen sollen, wenn die eingesetzt werden für europäische Probleme auf der Straße? Nun, ich würde in dieser Hinsicht die Situation nicht so schwarz malen. Ja, Sie sind folgerichtig. Wenn sich in der jetzigen Politik, also durch das Biden-Regime in USA und durch die Ampelkoalition, die kriegsbegeisterte, eigentlich kriegsbesoffene Ampelkoalition in Deutschland nichts ändern würde. Aber wir sehen, dass die Umfragewerte bereits das Ende dieser Ampelkoalitionäre oder auch der gesamten kriegsbesoffenen Parteien in Deutschland, da gehören leider Teile der Opposition eben mit zu, aber auch in den USA sich der Wind gegen das Biden-Regime massiv gedreht haben. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn wir jetzt Kandidaten der Demokraten, also der sozialistischen Partei in den USA haben, wie den Kennedy-Sprössling, dann der eben eine ganz andere Töne aufsteht. Wenn wir auf der republikanischen Seite einen Präsidentschaftskandidaten haben, der ebenfalls bereits das Ende der NATO als wünschenswert oder als logische Folge der Entwicklungen gesehen hat, dann haben wir hier ganz, ganz andere Entwicklungen, die in Kürze, und zwar 2024, dann schon losgehen können. Also insofern glaube ich nicht mehr, dass wir in diese schwarze, dunkle Zeit hier kommen. Denn was die NATO bzw. die amerikanischen Strategen in Langley und anderen Geheimdienstzentralen immer vorhaben, ist, dass das Ganze mit der Ökonomie zusammenpassen muss. Denn die Politik ist nur eine Fortführung der ökonomischen Auseinandersetzung mit anderen Mitteln. Und das ist dann eben auch Krieg. Wir haben jetzt die Situation aber, dass die USA und damit das gesamte US-angloamerikanische Wirtschaftsimperium sich auch auf Europa stützt. Denn die anderen Partner, China, Südamerika, Südafrika und andere, sind abtrünnig, gehen weg. Und damit können sie sich es nicht mehr leisten, die wenigen Vasallen, die sie noch haben, also Europa, komplett kaputt sehen zu lassen. Das wäre aber definitiv der Fall, wenn dieses Szenario mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen hier zugelassen würde. Ich glaube, dass wir in sehr kurzer Frist schon ein Umdenken kriegen. Und dieses Umdenken wird genau dann einsetzen, wenn diese Ukraine-Sache komplett geklärt ist. Und insofern sehe ich eigentlich eher positive Dinge, dass man hier wieder einen ökonomischen Aufschwung zulassen wird und nicht mehr die Strategie weiterverfolgt, in Europa möglichst Chaos anzurichten, um eine Reindustrialisierung der USA, also durch Abwanderung aus Europa nach USA von Industrie herzustellen. Das funktioniert nicht. Das sieht man jetzt auch, dass es nicht funktioniert. Außer den angloamerikanischen Beteiligungen sind die ordentlichen Unternehmer nicht bereit, nach USA zu gehen. Was sollen sie da auch? Sie haben dort keine Netzwerke. Sie kennen sich in diesem sehr brutalen und zum Teil marktfremden Markt nicht aus. Und insofern bringt es dort eigentlich gar nichts, hinzugehen. Es ist eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass man die Arbeit zu den Leuten bringt, also nach Europa auch, dass man hier eine Reindustrialisierung und auch eine Renaissance des Arbeitens, des Wohlstandsentwickelns wieder zulässt. Und ich glaube, dass das in kurzer Frist, also schon in ein, zwei Jahren, wieder Überhand gewinnt und wir hier in eine deutlich friedlichere und positive Zukunft reinmarschieren. Und auf die sollten wir uns auch vorbereiten, denn das Negativszenario ist meines Erachtens jetzt weitgehend schon zu Ende, das, was die Umfragen, wie gesagt, zeigen. Und wir haben zunehmend wieder, dass auch der Drang der Menschen, die man auf der Straße spricht, dahin geht,
dass man in dem eurasischen Kontinent wieder enger zusammenarbeiten möchte. Man möchte auch wieder gerne die Urlaubsregionen auf dem eurasischen Kontinent zurückhaben und so weiter. Und ich denke, da geht die Reise eher hin. Also bleibt ein bisschen Hoffnung für die deutsche Wirtschaft zum einen und für die Menschen als solches in Deutschland insgesamt, dass wir besseren Zeiten entgegengehen und dass schwere sicherheitsrelevante Verwerfungen im Lande wohl nicht stattfinden werden. Wichtig wäre in dem Zusammenhang nur nicht aus dem Auge zu verlieren, dass wir als Lernergebnis aus diesen Zeiten mitnehmen, dass wir mal nachschauen sollten, wer sich an dieser deutschen Wirtschaftskraft denn alles so bereichert, um vielleicht mal vorsichtig die Frage zu stellen, könnte man das nicht verändern und die Wirtschaftskraft dem Nutzen der Menschen im eigenen Lande zuzuführen. Vielen Dank für die Expertise an den Politik- und Wirtschaftsexperten Dr. Eike Hamer von Valti. Danke für heute und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Sie haben den ersten Teil der Sendung noch im Kopf? Gut. Dann verstehen Sie ja jetzt, warum ein eigenes Netzwerk so wichtig ist. Dafür haben wir auf herzwelle432.com unser Herzmagazin. Das ist kostenfrei und versorgt Sie mit allen Infos dazu, was wir so treiben. Tragen Sie sich dafür gern ein, mit dem Vorteil, das ist vom Digital Services Act nicht betroffen. Das war Manta halb acht. Bleiben Sie Mensch mit Herz und Verstand.